Hallo liebe Leute da draußen und herzlich willkommen wieder mal zurück zum neuen Part von Wario World. Ja, es geht endlich wieder weiter. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir befinden uns immer noch hier in dem Grusel-Zirkus. Heute werden wir den auf jeden Fall abschließen. Ja, wir werden alle Schätze finden. Wir werden alle Sachen holen, die wir brauchen, damit Wario endlich mal seine Geldgeld hier wieder wegkriegen kann. Und ja, dann werden wir erstmal hier ein bisschen rüberspringen mit diesem Trampolin. Oh, das war ja voll gut. Ja gut, dass Wario so fett ist, dass er einfach zurückbauen kann. Hier ist noch ein Schalter, den brauche ich unbedingt noch. Jetzt springen wir wieder mit ganzer Fettigkeit wieder darüber und haben noch einen schönen, wunderbaren Teil der Statue zurückbekommen. Yeah, geil! So, lass mal hier kurz wieder einreiben, schön mit Fett. Autsch! Winzling, hey Winzling! Du würdest dich gerne ein bisschen umsehen, damit du siehst, was dich erwartet? Naja, kein Problem. Verwende doch einfach den C-Stick, um ein wenig voraus und zurück zu schauen. Ja, gut, das ist jetzt etwas, was ich nie so gerne eingesetzt habe. Ich lasse eigentlich die Kamera mal so, wie sie ist. Und ja, komm jetzt mal rein, du komischer Ball hier. Ich will jetzt hier rüberspringen. Ich will Varios Geld gar nicht. Nein! Das war jetzt schlecht. Nochmal. Ja, ich habe mich zu sehr mit Fett eingerieben, deswegen bin ich runtergerutscht. Das war jetzt nicht so gut. Nochmal. Nee, wir wollen ja Varios Geld hier ein bisschen wieder hinkriegen. Oh, was ist das? Aha, da sind ja ein paar Kegel. Ja, die werden wir wegkegeln. Ever Rotter Day. Oh, ich glaube mal, hier kriegt man einfach nur ein bisschen Geld. Bam, schön weggebowlt. Oh, ist doch der da. Die armen Flamingos. Tschüssi. Auch weggekegelt. Mit einem komischen, einem hässlichen Gesicht. Keine Ahnung, wie oft man auf dieses Gesicht gekommen ist. Nein, hey, die Kugel. Hey, die Kugel ist weg. Ah. Ja, du kleiner Flamingo, du bist der Letzte. Und tschüss. Hey! Hättest du nicht irgendwie zurückbauen können, wenn du den vorne Kanal getroffen hätte, das wäre mega geil gewesen. Und tschüssi! So, was ist beim Kreis? Ah, ein bisschen. Lecker Geld. Money, money, money. Das war lecker. Schön Geld zum Frühstück. Was wir noch gerne haben. Moment, ich muss mal rum. Da ist der Schatz. Geht weg, die komischen Clown-Faces da. Ah, ein Tambourin. Ah, cool. Sehr, sehr gut. Damit haben wir schon den zweiten Schatz. Ich hoffe mal, dass ich alle Schätze irgendwie finde, weil ich weiß, hier gab es eine Stelle, die ein bisschen gemein war. Hey, guck mal, Elefanten. Aha. Wilde Elefanten, die einfach versuchen, mich umzubringen. Nicht sehr nett. Aber erstmal hier einen Subraum. Ja, ein Subraum. Wow. Also das wird jetzt so schwer werden. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss. Boah, war das schwer. Dieses Hindernis. Nein. Dankeschön. Und wir können runter. Tschüssi. Das war einfach. So. Oh, da unten ist auch noch was. Ah, auch noch was. Ah, da ist der Schalter. Schalter activated. Ich will jetzt nicht irgendwo runterfallen, das wäre nicht ärgerlich. Jetzt muss ich den Schalter holen. Ah, ne, der Schalter war unter mir. Moment. Ah, ne. Oh, das ist ein anderer Schalter. Moment mal. Irgendwo ein Schalter übersehen. Ich gehe nochmal zurück. Ne, hier ist nichts. Da ist kein Schalter mehr. Oben war auch keiner mehr. Da ist auch keiner. Okay, da ist eine Platte. Moment, hier doch ist nichts. Da ist auf jeden Fall der. Ich habe auf jeden Fall nicht irgendwo jetzt was verpasst. Das wäre nicht ärgerlich. Der will das hier bezahlen. Dann komm auch wieder zurück. Ich habe gerade Angst, dass ich irgendwas verpasse. Warte mal, ich kann mal hier kurz lang. Ah, da ist der Schalter. Haha, sehr gut. Mario, hör auf dich festzuhalten. Du hast keine Magnethände wie Link. Aus Ocarina of Time. Und holen uns den Schalter. Halt, warte. Ah, guck mal, da ist auch noch ein Schalter. Oh, gut, dass ich nochmal hochgegangen bin. Weil diesen Schalter brauchst du auch unbedingt holen. Mario. Ah, du fette Sau, ey. Na gut, den habe ich aktiviert. Okay. Ah ja gut, man hat auch die ganze Zeit den Alarm gehört.
Wenn der Alarm nicht loslaufen würde, dann hätte ich das nicht holen können. Mario. Oh, eine Triangel. Oh, wie schön. Eins der schlimmsten. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, dass die Triangel eigentlich eins der beklopptesten Instrumente aller Zeiten sind. Weil die habe ich damals in der Schule auch immer spielen müssen. Ja. Nee, das Telefon kriegst du nicht. Nee, das kriegst du auch nicht. Du kriegst die Triangel. Wow, geil. Das beste Instrument aller Zeiten. Ja, ich weiß noch, in der Schulzeit, da mussten wir wirklich auch immer die beschissensten Spiele, Musikstücke irgendwie spielen. Und dann hatte einer immer halt die Triangel und das war meistens ich. Okay, das oben haben wir eingesammelt. Ich hole mir mal ganz kurz mal ein bisschen Knoblauch. Knoblauch! Ah, lecker. Danke, Knofi. Nom, 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 nom. Was bist du denn für einer? Boah. Jetzt ist das ein komisches Krokodil, was hier rumläuft. Ich sag doch, die ganzen Gegner sind immer irgendwie gleich. Ist aber auch sehr armselig. Guck euch das blöde Krokodil an. Good luck! Schade, ist nichts, aber ich töte die mal. Vielleicht könnte er hier irgendwas verstecken. Hör auf, ab! Aua! Wo war jetzt der andere? Er will ja nicht hören. Na, wird es hier eine Arena sein? Ich glaube, hier ist eine Arena, oder? Nee, da will ich noch nicht runterfallen. Moment, ich brauche noch mal einen Typi. Geh noch mal wieder? Ja, da bist du. Weil sonst komme ich da nicht runter. Ich brauche ich. Komm mal mit, mein Freund. Du hilfst mir jetzt mal, hier schön in das Loch zu fallen. Ja, gut, er hat überhaupt nicht richtig reingepasst, aber ist egal. Aha, okay. Gut, das scheint jetzt nicht so schwer zu sein. Einfach noch richtig fallen lassen und bäm, geschafft. Okay. Juhu! Das war einfach. Waren diese komischen Dinger hier schon vorher gewesen? Ich weiß es nicht, aber ich geh erstmal hoch. Tschüss! Weil dort befindet sich nämlich der weitere schöne Schatz. Hau ab, die komische Schlange. Du hältst ganz schön viel aus. Dankeschön. Auskommen und... Dieses kleine Männchen hat auch gerade ein bisschen gestört. Eine Klarinette. Da wird sich Thaddeus noch sehr freuen, dass wir seine Klarinette gefunden haben. Ist noch irgendwas? Nö. Da ist nichts und wir können runter! Juhu! Oh, nicht du schon wieder, du komischer, allwissender Steintypi da. Das ist so ein richtig scheiß Gegner. Ich mag ihn überhaupt nicht. Weil der mir einfach immer noch richtig auf den Sack geht. Weil der auch irgendwie viel zu viel aushält. So, darf ich jetzt mal bitte mal irgendwie weiter? Mir fehlen noch ein paar Schätze. Ich will Schätze sammeln und ihr geht mir auf den Nerv. Weg damit. Oh. Lass mich runter, du. Lass mich runter, nein. Oh, tot. Er ist tot. So, da oben habe ich auch einen Schalter gesehen. Den werde ich mir auch noch holen. Zack. Ey, wisst ihr, was mir gerade immer wieder ein bisschen ziemlich zu schaffen macht? Und zwar, das sind wieder meine Allergien. Das ist gerade wieder nicht sehr schön, weil ich merke gerade, dass meine Nase auch gerade wieder läuft. Ey, das ist immer so schlimm. Der Sommer ist für ihn Allergiker immer halt die größte Hölle auf der ganzen Erde. Allergies, es ist einfach... Nein! Das war klar, das ist jetzt was. Nee, wirklich, ich hasse es, wenn immer die Nase läuft, dann kannst du halt nichts machen. Kannst du halt auch nicht richtig hochnehmen, weil die ganze Zeit einfach nur... Ah, es nervt einfach. Ich glaube, jeder Allergiker weiß nicht, was ich gerade damit sagen will. Es
ist einfach nur nervig. Du kannst einfach auch nicht irgendwie die schöne Natur genießen oder sowas. Weil wenn du einatmest, hast du ja die ganzen Pollen wieder bei dir drinnen, obwohl es ja geregnet hat. Die ganzen Pollen dürften ja eigentlich halt auch nicht sein, aber... Die komischer Vogel. Ja, die komischen Vögel sind jetzt hier auf einmal, waren ja vorher die, Flugsaurier, jetzt sind es normale Tauben. Oh, so, was haben wir hier für eine Welt? Ah, alles klar, gut, das ist auch nicht so schwer, da muss ich mich einfach darüber schießen lassen. Der zieht also dann rein und dann einfach mit der Sprungfeder wieder zurück zum Anfang. Okay, das ist nicht schwer. Nur den richtigen Moment muss ich noch abpassen und dann bin ich drüben. Yeah! Na, Winzling? Dieser Hinweis dürfte recht nützlich sein. Hör zu! Drück lediglich die R-Taste und schon führst du eine Tempo-Attacke aus. Prima, war voll geil. Juhu, tschüssi! Oh, damit haben wir auch diesen Winzling gerettet. Yeah! Also manche Gegner gehen mir wirklich hier auf den Sack hier. Wenn, besonders wenn man hier keinen Platz hat. Das ist mega nervig. So. Und tschüssi! Mir doch nicht alle auf den Sack. Oh nein! Was soll denn das? So, herkommen. Kabam, bam. So, herkommen. Wonderful. Und have a rotten day. Schade. Ich wollte ihn eigentlich schön einen rotten day umbringen, aber hat nicht funktioniert. Ah, da oben ist auch noch ein Schalter. Wie komme ich hoch? Achso, da muss ich ganz hoch. Alles klar. Schalter aktiviert. Wir können unsere Sucht nach Schätzen wieder ein bisschen weiter auffüllen. Müsste hier irgendwo sein, oder? Zack. Eine Uhr, ist ja geil. Mal gucken, was wir diesmal für ein schönes Instrument kriegen. Na? Oh, eine Posaune. Ist das eine Posaune? Moment. Ist das eine... Ja, eine Posaune. Obwohl ich keine Ahnung von Musik habe, habe ich doch das schöne Instrument erkennen können. Ja. Ich bin Musik sowieso nicht so der Beste. Also ich hatte damals... das einzige Instrument, was ich hatte, war damals eine Mundharmonika. Die hat mir damals mein Opa geschenkt. Und ja, andere Instrumente kann ich überhaupt nicht spielen. Also ich bin total unmusikalisch. Ich weiß nicht, wie ich das irgendwie spielen soll. Ich wollte mal Gitarre mal lernen, aber das habe ich noch nicht hingekriegt. Mario, gehst du mal bitte jetzt auf diese blöde Treppe? Zwar schon nichts passiert, aber trotzdem kriege ich mich da drauf. So. Oh, eine Bombe! Wozu ist hier eine Bombe? Komme ich da hoch? Hoch? War da noch irgendwas? Ja, da ist noch. Ah, da komme ich. Ah, so. Alles klar, okay. Dann mal bitte einmal nach oben, bitte. So, ein Winzling. Hallo, Winzling. Mario, kennst du den Knopi Knauser? Wenn es nicht optimal läuft, kannst du bei ihm auch ein paar Knoblauch erwerben. Ah, oh, nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das bei dem kann. Dass ich Knoblauch von einem Knoblauchautomaten kaufen kann. Hätte ich nie gedacht. Dass das alles möglich ist heutzutage. Wow. Yeah, geschafft. Und das heißt wieder Arena, Freunde. Eine Arena. So, guck mal, hält die her, ihr kleinen Mini-Clowns. Die sollen gruselig sein, ey. Da ist ja Pennywise drin. Irgendwie gruseliger und so weiter. Obwohl, oh, das ist ganz stimmt. Ich habe letztens mir den Teil 2 angeguckt von LNS. Ich werde jetzt nicht spoilern oder sonst irgendwie, keine Sorge. Aber ich fand den ersten Teil irgendwie gruseliger als den zweiten. Der erste war halt schon irgendwie krasser, so auch wegen den Kindern und so. Aber der zweite Teil hatte nur ein paar Szenen, wo man wirklich sagen kann, okay, das war schon echt krass. Aber sonst, nee. Also da guckt euch lieber das Original von damals an. Also von Wandes, da kam der Original-Teil raus. Ich glaube auch. Ja, keine Ahnung. Guckt euch lieber das Original an. Das ist wesentlich angenehmer als die Verfilmung. So, damit haben wir das erledigt. Die Arena ist fertig und da kriegen wir noch ein bisschen Geld. Dankeschön. Aber mir fehlen noch ein paar Schätze. Ich bin geldgeil und nicht gegnergeil. Ah, da ist wieder ein Schalter. Hallo Schalter. Yeah, geil. Schalter sind immer toll. Ich liebe Schalter.
Die kann man immer drücken. Und dann kriegt man irgendwas Schönes. Yay! So, warte mal. Da oben müsste doch bestimmt was sein, oder? Na? Autsch. Ah, Teile meiner Goldstatue. Sehr gut. Nein, nicht runterfallen! Nein! Ich will wieder hoch. Lass halt doch mal die Klappe, du blöder Elefant. Da oben war noch was. Ich will noch meinen Goldschatz haben. Mein Goldschatz. Mein Schatz. Na los, komm. Na? 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 Wo ist mein Schatz? Ja, 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 Varios Schatz. Da ist er! Yeah, ein Saxophon. Geil. Das ist cool. Ah, hier ist auf jeden Fall der nächste. Geht mir mal aus dem Weg hier. Ich muss hier mal vorbei. Darf ich mal bitte hier mal vorbei? Geh doch mal weg hier, du blöde Viech, du. Wundervoll. Dankeschön. Ah, das war aber der falsche. Nein, nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Halt, da unten bist du doch. Aha! Sehr gut. Noch was gefunden. Ah, hier ist wieder so eine komische Clowns. Wie heißen die jetzt, diese Clown-Tore? Darf ich mal bitte vorbei? Danke. So. Good luck. Oh, beide auf einen Schlag getroffen. Cool. Vielen lieben Dank, dass ich einfach mal vorbeilaufen durfte. Oh, habe ich hier noch irgendwas verpasst? Moment, ist hier irgendwas wichtig wie den Elefanten? Nee. War hier noch irgendwas? Ne, da war wirklich nur, glaube ich, nur der Schalter, den man drücken musste. Wow! Ich bin hier viel zu oft in dieser Welt. Das dritte Mal. Meine Kohle, nicht deine. Geh selber arbeiten. Ja, Mario geht ja nicht arbeiten, aber trotzdem. Meine. Lass mich, mein Geld. Was wollen Hunde mit Geld? Was wollen die damit? Wollen sie was zu essen kaufen oder was? Wir haben auf jeden Fall alles aktiviert. Wir gehen jetzt hier lang und uns den nächsten Schatz holen. Ist schon krass, ich brauche ziemlich lange für die Welt hier. Hätte ich nicht gedacht. Runter bitte. Danke. Das ist ein ganzer Part hier, den wir gerade brauchen. Ich finde das so geil, wie Varios Fresse die ganze Zeit einfach so richtig so sich so mitbewegt. Das sieht mega geil aus. So, danke. Oh, da ist der Schatz. Mein Schatz. Oh, die Donkey Kong Bongas. Hey, cool. Da dürfte eigentlich gar nicht an diesem Vieh vorbeikommen, aber wir schaffen es trotzdem. Axel. Wonderful. Boah. Die Viecher halten mir viel zu viel aus. So, darf ich mal bitte? Danke. Und... Na, das war dann. Aber zum Glück haben wir immer hier ein paar Clowns, die einfach nur denken, sie wären cool. Und wir werfen sie einfach gegen das Ding. So, das war Nummer 1. Und Nummer 2 folgt zugleich. Und... Na, komm schon. Have a rotten day. Und das war's. Das Tor verschwindet und wir können hier vorbei. Weg da! Hier ist doch bestimmt irgendwo... Alter, warte mal, jetzt mal ganz nach rechts gehen. Aha! Alles Subwelt. Ja, dann muss ich mich einfach hochwerfen lassen. Nee. Da kommt schon. Ja, jawohl. Nein! Zack. Okay. Noch ein Winzling. Der Kugelclown hinterm Zieltor mag ja witzig aussehen, aber tatsächlich ist er ein fieser Nervensäge. Lass ihn einfach nicht umkommen. Blablabla. Okay. Habe ich eigentlich schon... Ne, ich habe noch nicht alles von... Mir fehlen noch ein paar... Nö, auch nichts mehr. Gut, danke. Aus. Oh, oh. Der Part ist jetzt schon wieder vorbei. Gut, Freunde, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Wario World. Danke fürs Zuschauen und ich denke mal, wir sind kurz vorm Ende dieses Levels. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao!